Hallo aus Hamburg, ich bin Oliver und ich begrüße euch ganz herzlich zum inzwischen 10. Webtalk H5P Inhaltstypen unter der Lupe. Heute geht es um das Branching Scenario oder versucht einzudeutschen verzweigte Szenarien. Das heißt, ihr merkt schon, das ist irgendwie was Spezielles. Es ist nicht nur H5P an sich, liegt daran, es gibt zu H5P schon diverse Videos, wo man sich angucken kann, wie das grundsätzlich funktioniert und was das ist. Unter anderem auch auf, jetzt muss ich wieder kurz nachdenken, inonauten.de/Webinare. Da findet ihr eine Aufzeichnung von einem Webinar, das wir gemacht haben. Also wenn ihr H5P gar nicht kennt, dann seid ihr da an der richtigen Adresse. Wenn ihr heute wissen wollt, was hat es denn mit diesen verzweigten Szenarien auf sich, mit diesem Branching-Szenario, dann goldrichtig. So, und jetzt mache ich zweierlei. Ich wechsle erstmal meinen Bildschirm, damit ihr auch nicht nur mich seht, sondern das, worüber ich sprechen möchte. Nämlich das hier. Das ist, kennt ihr wahrscheinlich h5p.org. Das ist die Seite, wo man sich die Software runterladen kann, wo man schon mal Sachen ausprobieren kann. Und unter anderem gibt es da hier oben diesen Punkt Examples and Downloads. Und den benutze ich jetzt einfach, weil man da schon ein sehr schönes Beispiel hat. Und ich hätte kein schöneres jetzt erstellen können, so wie ich das die letzten Male gemacht habe für die anderen Webtalks. Das heißt, hier findet man schon das Branching Scenario. Mit dem Hinweis Beta, weil es noch nicht hundertprozentig fertig ist. Also man kann es nutzen. Es gibt aber so Kleinigkeiten eventuell, die noch nicht so hundertprozentig rundlaufen, funktionieren. Deshalb ist da noch ein Beta dran. Klicken wir einfach mal drauf. Vielleicht erzähle ich auch noch ein bisschen was zum Hintergrund dazu. Entstanden ist das Ganze auf Initiative der Victoria University in Australien. Die hat das finanziert, weil sie gesagt haben, wir brauchen ein Werkzeug, das bestimmte Sachen kann. Und vielleicht fragt ihr euch nämlich gleich, wenn ihr das seht, okay, warum kann es andere Sachen noch nicht? Weil einfach noch niemand für Geld in die Hand genommen hat, weil das H5P-Kernteam sich gerade um andere Sachen kümmern muss. Aber das heißt nicht, dass da nichts anderes kommen kann. Zeige ich vielleicht nach dem Talk noch was dazu. So, aber dann gucken wir hier einfach mal drauf. Jetzt auch gleich der Hinweis, da sind Videos drin und über Zoom stocken die manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das wieder so ist. Ich versuche dann einfach verbal zu erklären, was ihr da seht und hört. Ich glaube, der Ton ging, aber was ihr seht, wird nicht so ganz funktionieren. Also gucken wir es mal an. Also wir sind schon mitten beim Branching Scenario und wir können auch mal den Vollbildmodus anmachen. Dann ist es mal ein bisschen eindrucksvoller. So, so sieht das aus. Das ist tatsächlich ein Beispiel aus der Praxis. Da wird es tatsächlich benutzt und das, freundlicherweise darf es hier zur Verfügung gestellt werden, nur leider nicht zum Runterladen. Ist ein Beispiel aus der Nursery. Das sind so eine Mischung aus Altenpflegerinnen, Sozialarbeitern, das gibt es halt da. Und das ist sowas wie eine virtuelle Fallstudie jetzt, die man durchspielen kann. Das heißt, wir sind jetzt in der Rolle einer Sozialarbeiterin oder eines Sozialarbeiters. Und hier sieht man schon ein Foto von unserer Klientin, die wir jetzt gleich besuchen. So, und wenn ihr draufklickt, start the game, dann geht das erstmal weiter. Und gleich auch die Infos, ne, das ist, wo das in Kanada benutzt wird. Hier steht es auch, Eton School of Nursing. Eine kleine Einleitung, man kann sich hier noch angucken, wie das Ganze funktioniert. Und wer jetzt H5P ein bisschen kennt, der weiß, okay, das ist doch bestimmt eine Kurspräsentation, die hier eingebettet ist, ganz genau. Also man kann hier offensichtlich in dieses große Ding der Branching Scenarios schon mal Kurspräsentationen einbinden. Also Text mit ein bisschen Bild in dem Fall, ein bisschen. Man kann hier durchspringen, man kann sich angucken, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man dann weitergeht, gibt es erstmal so einen kleinen Hinweis, den man offensichtlich einbauen kann. Pass auf! Gleich geht's los, aber jetzt gibt es noch wichtige Infos für dich. Das heißt, wir gucken uns die an. Und auch das ist letztlich nur eine Kurspräsentation, wo man halt Sachen ein bisschen drauf arrangiert hat, also ein Hintergrundbild und Text. Und ja, ist, wie man sehen kann, dann unsere Klientenakte. Das heißt, mir sagt das meistens nichts, aber wenn ich jetzt Sozialarbeiter wäre, wüsste ich wahrscheinlich, das ist das, dann muss ich darauf achten, wenn ich sie jetzt besuche. Und darum geht es ja. Ne? Wir sind jetzt in der Rolle und wir wollen das durchspielen. So, bisher war es noch nicht so spektakulär. Das geht jetzt los. Also es kommt jetzt gleich, ich sage es schon mal, weil jetzt dieses Video kommt, wo es wahrscheinlich stockt. Jetzt kommt ein Video, wir fahren da jetzt einfach erstmal hin und ich springe auch gleich, weil wir müssen uns nicht die ganzen 30 Sekunden angucken, wie man so eine Eingangsszene hat. Aber legen wir einfach mal los. Also, wir klicken auf Proceed und jetzt läuft das Video. So, wahrscheinlich, wie gesagt, stockt es jetzt so ein bisschen, aber ihr seht jetzt, wie ihr aus dem Auto kommt, ihr habt die Akte gegriffen, ihr geht zur Tür. Und vielleicht können wir auch mal direkt zur Tür hinspringen. So. Also, wir klopfen ran. Who is it? Falls ihr es nicht gehört habt. Who is it? What do you want? Ne, also, das fragt jetzt unsere Klientin. Und jetzt stehen wir vor einem Ding, jetzt müssen wir Entscheidungen treffen. Und ich sage es vorweg, dieses Ding ist halt so gebaut, dass man, je nachdem, welche man Entscheidung trifft, die Geschichte anders weitergehen kann. Also an einigen Stellen ist es nicht so schlimm, dann kommt man einfach nur
macht man Kreise, macht man das nochmal. Das ist zu Anfang besonders so. Später gibt es aber so Sachen, da gehen die Geschichten halt wirklich anders aus, je nachdem, wie man sich entscheidet. So, also, wenn man das mal durchspielt, jetzt haben wir angeklopft und jetzt fragt, wer ist denn da? Und jetzt wäre so die Frage, wie stellen wir uns denn vor? Gut, das Video könnte man sich nochmal angucken, das brauchen wir nicht. Also, wir könnten jetzt sagen, hey, wir hatten einen Termin um dich mal gesundheitlich zu untersuchen. Vielleicht nicht so der beste Einstieg, das weiß man auch als Laie. Wir könnten sagen, oh, ich bin besorgt um Sie. Auch das wäre vielleicht ein bisschen viel, so auch schon so intuitiv, ohne was gelesen zu haben. Wahrscheinlich sagt man einfach mal, ja, wir hatten, hey, ich bin der und der, wir hatten einen Termin. Und dann klickt man da drauf und dann geht das jetzt gleich wieder mit einem entsprechenden Video weiter. Hi, I'm Ann Jones, a community nurse. I'm here for the appointment we arranged yesterday. So. Also wir haben gesagt, na, okay, please come in. Wir hatten den Termin so und dann wird man auch reingelassen. So, was man sieht, man kann sich schon mal umgucken, okay, sieht ein bisschen wüst Hello. Aus. As I said at the door, my name is Ann Jones. I'm a nurse who visits families in the community. We offer many services in this community. So, ich kürze das nochmal ab. Also wir in unserer Rolle geben jetzt noch so ein paar Infos, wer wir sind, was wir machen und fragt, ob wir uns setzen können. Und sie fragt gleich, ob wir uns setzen wollen. Und wir haben dann tatsächlich gleich die nächste Entscheidung zu treffen, nämlich wo wir uns hinsetzen. So, ich lasse es mal weiterlaufen. Und ich weiß, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich schon, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe intuitiv das Falsche gemacht. Also so jetzt, wo wir uns hinsetzen, wir könnten uns auf das Sofa setzen, könnten uns da an den Tisch setzen, das wahrscheinlich stehen bleiben oder kochen, ich weiß es nicht genau, für den Stuhl. So. Also so geht das jetzt weiter. Na, wir können stehen bleiben, wir können uns an den Tisch setzen, wir könnten fragen, wo wir uns hinsetzen sollen. Und so kann man das durchspielen. Nehmt euch einfach mal irgendwie 10, 15 Minuten, so lange braucht ihr vielleicht wirklich, bis ihr das einmal durchgespielt habt. Aber so kann man das machen. Also das ist so wirklich das Musterbeispiel für virtuelle Fallstudien, wo man sich durchhängen kann. Das allerdings merkt ihr wahrscheinlich schon, ist ja ein bisschen aufwendig vielleicht. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie man das erstellt, aber an einem sehr einfachen Beispiel. Das heißt, den Vollbildmodus nehmen wir nochmal raus. Das ist das Schöne bei der Schlange. Ich habe nur ein kurzes Beispiel gemacht. Das haben wir hier. Können wir auch in den Vollbildmodus schalten. Ich habe ja in den anderen Webtalks viel so zu englischen unregelmäßigen Verben gemacht. Und ich mache mal so eine kurze Demonstration. Die ist natürlich nur so semi-sinnvoll, die so zu machen. Die wird man wahrscheinlich anders machen. Wahrscheinlich ist sie nicht mal didaktisch sinnvoll. Aber um euch das zu zeigen, was geht, das bauen wir gleich nach, was ihr jetzt seht. Also, offensichtlich hat es auch so einen Startbildschirm. Hier steht nicht Start the Game, sondern Demo starten. Und wenn ich da draufklicke, geht das nicht mit einem Video los, sondern ich habe einfach gleich mal, fangen wir gleich mit einer Frage an. Wir hatten es ja schon mal mit den unregelmäßigen Verben. Und jetzt ist hier so die Frage, welches ist denn die Past Simple Form von Dive im britischen Englisch? So, jetzt haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Ich habe natürlich bewusst drei, weil es so drei spannende Sachen gibt, die man im Prinzip mal machen kann. Fangen wir mit der ganz falschen an. Das ist doved. Doved ist keine Past Simple Form. Das ist gar keine Form von dem Verb. Und wenn wir da drauf klicken, kriegen wir auch, okay, leider komplett daneben. Du hast dich für doved entschieden. Da ist überhaupt keine Form. So, Demo neu starten. Der langweilige Fall. So, dann das nächste. Dann, wenn man so dive hat, denkt man immer so an dove. Gibt es tatsächlich auch. Ist eine korrekte Form. Aber kann ich jetzt schon sagen, das ist das amerikanische Englisch, auch wenn ich es intuitiv benutzt hätte, nicht dived. Gehen wir drauf. Dann habe ich das so gemacht, okay, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht richtig lesen, weil es sehr klein ist hier. Aber das ist einfach nur Text, also man muss nicht mit Videos arbeiten. Sehen wir gleich, was man dann noch alles einmachen kann. Das ist einfach nur eine simple Textseite, den hätte ich jetzt natürlich auch schicker größer machen können, gestehe ich ein. Also ein Hinweis, du hast dich für doof entschieden, das ist aber die amerikanische Form des Past Simple von Dive. Okay, dann weiter. Was jetzt hier passiert, ne? Kleiner Hinweis, macht nichts, denk einfach nochmal nach. Den muss man nicht einbauen. So, jetzt sind wir wieder da bei dieser Frage. Das heißt, man kann offensichtlich auch so springen. Das habt ihr gerade im anderen nicht gesehen. So, nehmen wir mal die richtige Form, dived. Und das ist dann natürlich auch das Richtige. Super, genau, dive ist die britische Form, das Past Simple von dive. Ja, genau das bauen wir jetzt nach. Das hat noch nicht alle Funktionen, die man damit machen kann. Aber wir spielen mal und gucken, wie weit wir kommen. Also, jetzt machen wir ein bisschen Magie wieder. Wir schieben mal das auf die linke Seite. Und auf der rechten Seite seht ihr jetzt eine Seite, die heißt einstieg h5p.de. Das ist eine Seite, die Nele Hirsch ins Leben gerufen hat, damit man H5P einfach mal schnell ausprobieren kann. Man muss sich nichts installieren. Man kann einfach loslegen, sich hier Testinhalt erstellen. Einziger Nachteil,
Weil es ja nur zum Testen und Ausprobieren ist. Nach 6 Stunden werden die Sachen automatisch wieder gelöscht. Das heißt, wenn ihr die später mal weiter benutzen wollt, müsst ihr euch hier runterladen. Sonst, aber zum Ausprobieren ist das halt großartig. So, also Testinhalt erstellen, genau das machen wir. Und dann geht halt dieser Editor auf, das heißt H5P Hub oder H5P Content Hub. Und kann man Inhalt erstellen, man könnte bestehende hochladen. In Kürze kann man da sogar noch aus einem Pool bereits erstellten Inhalten von anderen Leuten kann man suchen. Das ist aber noch nicht drin. Also was wir brauchen dieses Branching Scenario. Das heißt, wir suchen uns mal den raus. Wenn ich da Bra eingebe, reicht das schon hin. Klicken da drauf. Und dann geht das so auf. Was ich jetzt mache, also jetzt muss ich was tun. Das sieht anders aus als sonst. Sonst haben wir immer diese Formularstruktur. Und das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. So hat H5P halt mal angefangen, aber was ihr jetzt hier seht, ist so die angestrebte Zukunft, wie alle Inhaltstypen irgendwann mal aussehen sollen. Das heißt, es ist ein bisschen schicker und ein bisschen komfortabler. Von daher erkläre ich vielleicht noch so 1, 2, 3 Dinge. Das Erste, was die, ich glaube, das haben jetzt schon alle, man kann immer in den Vollbildmodus gehen. Das können wir auch tun. Da haben wir so ein bisschen mehr Platz zumindest. Ist jetzt hier natürlich eh gedrängt, weil ich nur die Hälfte vom Bildschirm habe. Deshalb passt das hier alles nicht so ganz schön, aber ist okay. So, und wir wollen jetzt das auf der linken Seite machen. Das heißt, wir können ja erstmal, offensichtlich haben wir hier was, wir könnten hier einfach so Sachen draufziehen. Also wir sagen, wir bräuchten irgendwie Text, dann würden wir uns den an die richtige Stelle ziehen. Aber wir haben ja diese Startbildschirme, mit denen das irgendwie immer losgeht. Das heißt, die sind hier nicht. Also können wir erstmal gucken, wo wir die haben. Wir gucken einfach, was man normalerweise immer machen sollte, wenn man eine Software hat. Man klickt erstmal auf alle Knöpfe drauf und gucken, was die machen. Also hier oben, das ist eben, um herzustellen, dann gibt es dieses Zahnrad. Das sind die Einstellungen. Und da finden wir tatsächlich auch die Startbildschirme. So, fangen wir einfach mal an, den Startbildschirm einzurichten. Das heißt, wir klicken da mal drauf. Und ihr seht schon, so viel kann man da gar nicht einstellen. Es gibt einen Titel, es gibt ja sowas wie einen Untertitel und ein Kursbild. Genau das, was wir auf der linken Seite haben. Und bequemerweise kopiere ich das natürlich einfach hier raus. So, einmal da. Dann, ach Quatsch, das ist der Endbildschirm. So, den wollen wir haben. Also kopieren wir uns das da raus. So, das dann ganz bewusst ein Emoticon, ja, weil Anja mal gefragt hatte, die kann man einbauen, wie man sieht. Funktioniert ganz wunderbar. Und wir brauchen noch ein Kursbild, das heißt, wir klicken hier drauf. Die habe ich natürlich vorbereitet, hier ist meine britische Flagge. Und dann haben wir die, so, im Prinzip haben wir das schon erledigt. Was man immer machen sollte, zeige ich gleich noch an anderer Stelle, so die Urheberrechtsinformationen eintragen, oder das kann ich auch jetzt zeigen. Jetzt ist hier mein Scrollrad zu klein. Da war es per Hand. Jetzt muss ich kurz zaubern. So, zack. Hat keiner gesehen. Hier unten gibt es so einen Rights of Use-Knopf. Der heißt im Deutschen, glaube ich, Nutzungsbedingungen. Und wenn man da draufklickt, dann bekommt man halt immer eine Übersicht von diesen ganzen Inhalten, die da hinterlegt sind, inklusive der Lizenzangaben. Das heißt, wenn da jetzt später jemand diesen Inhalt remixen möchte, sieht er gleich, ah, okay, das sind die Lizenzen, CC0 und das andere ist Public Domain. Alles ganz wunderbar. Funktioniert. Achso, CC0 habe ich für den ganzen Inhaltstyp angegeben. Zeige ich auch gleich, wo das geht. So, das sollte man immer tun. Wo wir uns auch drum kümmern könnten, ist dieser Endbildschirm. Da muss ich gleich dazu sagen, es gibt da zwei. Es gibt so einen Standard-Endbildschirm, den habe ich jetzt im Beispiel gar nicht benutzt, aber könnte man machen. Das ist genau das Gleiche, was ihr gesehen habt. Also letztlich genau das Gleiche wie jetzt hier auch. Man kann einen Titel eingeben, man kann Text eingeben und ein Bild reinfügen. Wenn man kein Bild reinfügt, hat man dieses rote mit, hat nicht geklappt. Das ist so, falls man was vergessen hat, so einen Bildschirm reinzumachen, dann nimmt er immer den. Das heißt, man könnte da so eine Standardnachricht reinpacken. Lassen wir jetzt weg. Und man kann später auch noch was für die Bepunktung machen. Das gucken wir uns aber ganz am Ende an. So, den Knopf haben wir also durch. Dann die anderen sind nicht so viel spektakulärer. Es gibt die Übersetzungen, die sich dahinter verbergen. Das heißt, man kann ja hier nochmal die Sprache komplett umschalten, wenn man das möchte. Ihr seht, ja, gibt schon einige. Ein paar Sachen fehlen offensichtlich noch. Hier Translations, das ist noch nicht eingedeutscht, aber der Rest ist deutsch. Und was ich noch geändert hatte, das war eben die Beschriftung von diesen Knöpfen hier. Da steht hier Demo starten. Also nennen wir es mal nicht Kurs, sondern wir nennen es hier auch Demo. Und am Ende, das war auch Demo. So, könnt ihr auch die anderen Sachen könnt ihr anpassen, wenn euch die nicht, also wenn ihr den nicht weiterhaben wollt, sondern voranschreiten, dann könnt ihr das einfach austauschen. Und ja, das nächste, was es auch gibt, so ein kleines Tutorial, was hier eingebaut ist. Das heißt, im Prinzip kann man sich hier so einmal, dann muss ich das nicht erklären, dann könnt ihr euch hier durchführen lassen und kriegt gezeigt, wie das funktioniert mit so einem einfachen Beispiel. Aber ich glaube, es ist schöner, wenn man links sieht, ah, das erstelle ich jetzt und rechts,
ja, baut man selber. Und dann gibt es noch den letzten, das hatte ich gerade gesagt, das sind eben diese Metadaten, die man pflegen kann. Und jetzt können wir hier nochmal reingucken, dann kopiere ich mir das auch einfach wieder. Ich habe es genannt Englisch unregelmäßige Verben. Dann fügen wir das mal da ein. Und ich habe die Lizenz CC0 genutzt. So, und wir haben das Jahr 2020. Eine Quelle habe ich nicht angegeben. Und meinen Namen kann ich noch mit angeben. So, habe ich das auch. Speichere alles. Ihr habt auch schon vielleicht gesehen, das habe ich hier jetzt reingegeben. Da hat er auch das gleich hier oben mit ausgefüllt. Das ist immer der Titel, den man sonst ganz oben eingeben muss in diesem Formular. Das versteckt sich halt da. Und jetzt kann es eigentlich zur Sache gehen. Also wir könnten jetzt hier eine Funktion nutzen, die soll auch grundsätzlich in H5P reinkommen, ist aber noch nicht da. Das ist die Vorschau. Nur da wir noch nichts erstellt haben, können wir auch noch keine Vorschau benutzen. Aber wir können es uns nochmal angucken. Also wir haben hier unsere Demo. Das haben wir ja gerade schon konfiguriert. Und jetzt klicken wir hier drauf. Das heißt, es soll gleich mit so einer Frage losgehen. Also gar nicht mit irgendwie einem Video oder einer Kurspräsentation, ne, was wir hier sehen, sondern Kurspräsentation, Text, Bilder gehen offensichtlich. Image Hotspots ist eine Aufgabe. Interactive Video, die kann man reinsetzen. Video ohne Schnickschnack. Und darunter gibt es hier dieses Branching Question. So, und wenn wir damit halt einsteigen wollen, dann ziehen wir das hier einfach drauf. Und dann seht ihr schon, gut, ich brauche jetzt hier eine Frage und ich brauche Antwortalternativen. Mehr ist das nicht. Titel kann man auch vergeben, weil man hier wirklich jeden kleinen Pups mit Metadaten versehen kann, wenn man das möchte. So weit muss man es meistens aber nicht treiben. So, aber also wir brauchen eine Frage. Da kopiere ich mir natürlich auch einfach wieder raus, damit das schneller geht. Die kopiere ich hier rein. Und dann haben wir die drei Antwortmöglichkeiten. Also, ich muss wieder ein bisschen nicht irritieren lassen, damit ich sie sehe. Also wir hatten Dived, das war unsere britische Antwort. Wir hatten Dove, das ist unsere amerikanische Antwort. Und wir brauchen noch eine dritte. Die hängen wir hier unten mit dran, einfach über Alternative hinzufügen. Und dann haben wir hier unser Dove, was hier überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann können wir erstmal auf Dann klicken. Jetzt haben wir schon was angelegt und seht ihr, aha, hier ist blau, ist unsere Frage. Und dann haben wir hier Dived, Dove und Doved. Unsere Antwortmöglichkeiten. Und im Prinzip ist das ja noch nicht fertig, aber wir können uns das jetzt mal angucken. Jetzt geht nämlich, ab jetzt geht die Vorschau. Das heißt, ich klicke hier oben mal auf Preview. Jetzt springt das schon um. Jetzt könnte ich mir hier aussuchen, womit möchte ich denn anfangen? Soll ich immer von vorne anfangen oder möchtest du dir vielleicht eine bestimmte Folie oder einen bestimmten Knoten angucken in diesem Baum? Wir fangen jetzt mal von vorne an, aber sonst könnte ich die hier auswählen. Sonst ist jetzt auch nur einer drin. Und dann können wir das schon durchklicken. Das heißt, Demo starten. Das sieht schon genauso aus, wie das vorher aussah. Das ist perfekt. Das ist genau das Gleiche, was wir auch hatten. Hier ist in der Demo immer noch so ein Rahmen drum. Da weiß ich nicht warum, aber der Fokus wird damit angezeigt. Vielleicht ist das nur einer von diesen kleinen Fehlern, die drin sind. Und jetzt haben wir noch nichts hinterlegt, aber wir können ja jetzt mal auf Dived klicken. Und jetzt landen wir genau bei diesem Standard Endbildschirm, wo wir noch nichts eingestellt haben. Das heißt, wenn man mal was vergessen hat, kommt man immer dahin. Das heißt, da könnte man jetzt so eine generische Antwort. Hat leider nicht geklappt, versucht nochmal und sowas eintragen. Und dann können wir neu starten oder halt erstmal weitermachen. Also dann back to edit. Da oben. So, jetzt brauchen wir diese drei anderen Sachen und wir fangen ja vielleicht einfach mal mit dem letzten an. Wir wollen ja dieses Dove haben. Also wenn man da drauf klickt, soll man diese Nachricht bekommen. Und das läuft hier so, dass man für, also ihr könnt euch das vorstellen, ihr kommt hier noch mehr dran und man landet immer in so einem Baum letztlich, der, so nennt sich das. Das fächert immer weiter auf und hat hier diverse Endpunkte. Und diese blauen Kringelchen, wo nichts dran ist, sind eben diese Standard-Endpunkte, die würden dann auftauchen. Kann man sich übrigens hier auch über die Legende noch anzeigen lassen. Und man kann sich auch anzeigen lassen, wo man vielleicht noch was einfügen muss. Über diese kleine blaue 3 hier. Hier unten klickt man drauf. Dann kann man sich die da anzeigen lassen. Und alles, was jetzt hier leuchtet, jetzt leuchtet natürlich alles, das ist doof. Da fehlt noch was. Oder sollte man vielleicht noch was einfügen. So, zack. Weiter geht's. Also, erstens, hier brauchen wir nur, also nicht dieses Standard-End-Szenario, sondern ein Custom-End-Szenario, so heißt das Ganze. Und dazu würde man einfach hier drauf klicken, oder nochmal auf das Ding da oben, auf diesen blauen Fragen, geht einfach nur genau das gleiche Fenster wieder auf. Da sind die Sachen noch nicht ausgeklappt und wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses Dove. Da gehen wir mal runter und hier gibt es so ein paar Optionen, die kann man jetzt einstellen. So, klappen wir mal auf. Und zwar, was soll denn passieren, wenn man da, also wenn man da angekommen ist, also wenn man dieses Dove ausgewählt hat. Und weil wir noch nichts anderes angelegt haben, noch keinen anderen Knoten, können wir irgendwo anders hinspringen. Wir können einfach sagen, wir möchten so ein Custom-End-Szenario haben. Und dann sieht das genauso aus, wie das eben in den Einstellungen aussah. Muss man leider mal ein bisschen ausklappen.
So, also genau das Gleiche, was wir vorher auch hatten. Und wir können jetzt einfach hier das hier kopieren, leider komplett daneben. So. Und dann nehmen wir noch den Satz hier. So, und ich habe jetzt kein besonderes Bild eingefügt, dann nimmt er immer dieses rote. Das heißt, das haben wir dann auch schon fertig. Dann klicken wir auf Done. Und jetzt sehen wir schon eine kleine Änderung. Erstens das Ding blau. Das heißt, das ist, da ist jetzt so ein Endszenario. Und damit man noch genau weiß, was das ist, hier noch so eine kleine rote Flagge dran. Das heißt immer, okay, ein Endszenario, hier hört das Ding auf. Und ihr seht auch schon, diese 3 ist jetzt hier unten zu einer 2 geworden. Das heißt, wir haben nur noch 2 Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Machen wir das Gleiche vielleicht mal direkt für den positiven Fall. Ja, da gucken wir uns mal an, wie das aussehen soll. Also wir wollen die Demo starten. Und so soll das aussehen, wenn man auf Dive klickt. Also letztlich ja genau das Gleiche. Das ist auch nur so ein Custom-End-Szenario. Und das können wir so anpassen. Das heißt, wir machen hier wieder Doppelklick. Sind also wieder in diesem Ding. Haben hier Dive, haben hier die Optionen. Müssen die mit sagen, was soll denn passieren? Hier soll bitte auch ein End-Szenario rein. Und dann gehen wir da rein und kopieren halt auch nochmal die Sachen raus. Also soweit so langweilig. Gleich wird es ein bisschen spannender. So, das, dann einmal das. So, und hier habe ich gesagt, naja, hier kann man es ja mal ein bisschen netter machen, sonst hat man da so ein grünes Standardbild, das ist nicht so der ganz der Knaller. Sagen wir mal, Leute, wir können mal ein bisschen jubeln, wenn man das richtig gemacht hat. So, dann haben wir das auch. Genau das Gleiche passiert, ihr habt wieder so eine kleine rote Flagge hier, ist halt auch so ein Custom-End-Szenario. Und jetzt müssen wir uns nur um die Mitte kümmern. Das heißt, wir können da nochmal reinspringen. Demo starten und bei Dove. Bei Dove passiert sowas anderes. Bei Dove geht jetzt offensichtlich noch sowas wie ein weiterer Knoten auf. Und das ist genau das, was ich meinte. Man kann hier noch so ein paar Sachen dazufügen. In dem Fall ist das nur Text. Das heißt, wir nehmen hier Text, ziehen den hier drauf. Und jetzt seht ihr schon, wo wir den einfügen können. Wir könnten den jetzt auch nochmal an den Anfang setzen, falls wir noch was vergessen haben. Könnte die auch ein Bild sein. Oder wir fügen den einfach da an, wo wir ihn brauchen. Wenn wir es jetzt hier reinfügen würden, würden wir unseren Endbildschirm überschreiben. Das wollen wir nicht. Wir brauchen das hier in der Mitte. Das heißt, da kommt das dran. Und jetzt, da kann man nicht so viel machen. Also es ist halt nur ein Textfeld. Ich kopiere es einfach auch nur mal ganz doof. Ich kopiere es mal da rein. Was man noch machen könnte, man könnte hier auf Titelanzeigen klicken. Dann müsste man in den Metadaten auch noch diesen Text benennen. Weiß ich nicht. Erklärungen, amerikanisches, Englisch oder sowas. Und dann würde das hier unterhalb von Englisch und dann nächste Verben würde noch der Titel von diesem Knoten erscheinen, aber das lasse ich jetzt weg. Wenn ihr wollt, Einstieg h5p.de, selber ausprobieren. So, das haben wir jetzt. Und jetzt sind wir fast fertig. Denn was jetzt passiert, ist okay. So, wir haben das. Jetzt sehen wir aber, hier ist ja nichts drunter. Das haben wir so einen Endknoten, da passiert aber nichts. Da wir haben kein Custom-End-Szenario angeklickert. Das heißt, der würde jetzt in diesen Standard-Endbildschirm eintauchen. Wollen wir nicht, denn wir wollen, wenn es hier weitergeht, erstmal noch einen Hinweis bekommen. Macht nichts, denkt einfach nochmal nach und dann soll er zurückspringen. Das heißt, er soll einfach wieder zu dieser Frage gehen. So, das müssen wir also machen. Dann sind wir auch schon durch. Also gehen wir mal einfach hier rein. So, wir haben hier wieder diese Optionen hier und hier können wir zweierlei machen. Also wir könnten jetzt hier so ein Endszenario angeben, aber was er jetzt machen könnte, es gibt ja jetzt noch andere Knoten, die verfügbar sind. Also es gibt keinen Sinn, dass diese Option für die Frage selber hat, aber für den Text, da gibt es natürlich Sinn, weil es ja jetzt mehr als einen Knoten gibt. Ich könnte natürlich auch sagen, dass man wieder zu dieser Frage zurückspringt. Also wir haben im Moment nur die eine, aber wenn jetzt 10 Knoten wären, könnte ich jetzt sagen, bitte springe jetzt zu diesem anderen Knoten. So, und das ist im Prinzip, das ist eben genau diese Frage. Das heißt, jetzt haben wir schon wir klicken erstmal auf Done. Was wir jetzt haben, ihr seht, da ist schon so ein kleiner roter Kreis dran. Mal da draufklicken, zeigt er auch, wo springt er denn hin, wenn man da draufklickt. Aha, springt er zu diesem blauen hier oben. Das heißt, diesen Kreis haben wir schon gemacht und was wir jetzt noch brauchen, wir gehen nochmal drauf und wir gehen nochmal auf weiter. Das ist noch dieser Hinweis hier, den man einfügen kann. Den bauen wir auch noch schnell dazu. Das heißt, wir gehen hier nochmal rein in die Optionen. Hier gibt es nämlich, wenn man woanders hinspringt, noch eine Rückmeldung, die man geben kann. So. Und dann ist das hier offensichtlich der Titel der Rückmeldung. Also es ist genau wie so ein Endbildschirm. Ihr merkt, das Prinzip ist immer das Gleiche. Man kann hier noch die Nachricht eingeben. Und ich könnte hier auch noch ein Bild reinladen. Das würde dann links daneben erscheinen. Das habt ihr am Anfang gesehen in dem anderen Beispiel. Da war das Bild von unserer Klientin mit drin. Aber das war es jetzt.
haben wir eingefügt. Wir könnten jetzt speichern, wir könnten es aber auch, weil wir es ja hier können wir es uns direkt anschauen. Wir könnten jetzt hier sagen, die drei haben wir, wir wollen jetzt nur mal diesen Text angucken, dann springe ich dahin, da ist unser Text. Und oder wir können auch nochmal, wir fangen von vorne an, damit ihr es nochmal seht. Also, unser Demo und ich sage Demo starten und jetzt haben wir genau das gleiche wie auf der linken Seite. Das heißt, wenn wir jetzt hier Dove anklicken, leider daneben und wenn wir unser Dived anklicken, dann haben wir den super und dann haben wir noch den mittleren Fall, das Dove. Da bekommt man halt erst den Text und dann geht es weiter und dann haben wir die Nachricht. Das heißt, wir haben unseren kleinen Baum schon aufgebaut. So, jetzt habt ihr gemerkt, ist erstmal nicht so kompliziert, also man kommt relativ schnell weit. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass wenn man so eine Fallstudie macht, dann hat man ja viele Wege und es verschachtelt und es wird halt immer größer. Und ihr könnt euch das vorstellen, irgendwann passt das hier nicht mehr drauf. Das, was man dann machen kann, ist erstmal Zoom to Fit klicken. Das gibt jetzt hier keinen Sinn, weil alles reinpasst, aber wir tun mal so, als ob das jetzt sehr groß wäre, dann kann man immer sagen Zoom to Fit, das heißt, er fügt erstmal dann alles in den Bildschirm rein, das heißt, man sieht erstmal alles. Das kann man noch machen. Und manchmal möchte ich auch manchmal auch Punkte vergeben. Das heißt, es ist nicht nur eine Fallstudie, wo man irgendwas mitnimmt, sondern vielleicht gibt es ja das richtige Szenario ist irgendwie 10 Punkte wert, das falsche ist dann 0 Punkte wert und man könnte sich auch noch ein drittes ausdenken, was vielleicht 5 Punkte wert ist oder sowas. Und die Option gibt es auch. Da geht man nochmal in die Einstellungen. Was wir jetzt machen könnten, wir könnten da ganz runtergehen. Da sind die Optionen für die Bepunktung. Und keine Bepunktung ist halt die Standardeinstellung, finde ich auch eigentlich am schönsten. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, es gibt noch zwei Modi. Es gibt, stelle die Punktzahl für jedes Endszenario fest. Da müssen wir bei jedem Endszenario einfach wirklich angeben, okay, wenn du hier angekommen bist, gibt es so und so viele Punkte. Natürlich dann auch für das Standardszenario, dass man das nicht vergisst. Und es gibt noch so eine dynamische Variante, die könnt ihr mal selber ausprobieren. Die zeige ich aus Zeitgründen einfach nicht mehr, aber es ist nicht kompliziert. Wir machen einfach mal, stell die Punktzahl für das Endszenario fest, so. Also was ich sagte, dann haben wir hier plötzlich eine neue Option, nämlich genau bei diesem Endbildschirm, wo wir jetzt nichts gesagt haben, sagen wir mal einfach 0 Punkte, das passt dann schon. Und wenn wir jetzt wieder in den Bearbeitungsmodus gehen, dann bekommen wir bei diesen Dingern hier, wo die Endknoten dran sind, nämlich genau hier, dann haben wir da auch eine neue Option. Nämlich wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, dieses Szenario, wenn man es geschafft hat, ist irgendwie 10 Punkte wert. Und wir können ja auch hier direkt in das andere reingehen. Das Dove hat ja auch so einen Knoten. Da sagen wir einfach mal, wir geben irgendwie mal einen Punkt, weil man es ja probiert hat zumindest oder sowas. So, dann sagt man dann. Und das ist wirklich ein Segen hier mit dieser Vorschau. Wir klicken da einfach mal drauf und wir starten die Demo. So, wenn wir das Dove nehmen, dann haben wir halt einen von 10 Punkten. Das heißt, er merkt auch schon, er guckt schon, was ist denn die maximal mögliche Punktzahl, um die muss man sich nicht kümmern. Man hat einen von 10. Bei dem anderen Bildschirm hätte man dann 10 von 10. So, jetzt gehen wir noch einmal zurück. Jetzt muss ich selbst noch kurz innehalten. Habe ich euch alles gezeigt? Naja, man könnte hier noch, könnt ihr euch vorstellen, man könnte noch Knoten hin und her verschieben, wenn man die doch woanders haben möchte, das ist kein Problem. Problem ist tatsächlich, man kann leider keine Äste verschieben, wo ich nicht genau weiß, warum, weil ich weiß, dass diese Funktion mal drin war. Das heißt, wenn hier jetzt noch weitere Äste darunter kämen, diese blauen Dinger, diese Branching Questions, könnte man nicht mehr verschieben. Ich weiß leider nicht, warum. Das heißt, man kann immer nur Einzelknoten verschieben, das muss man nur wissen. Ansonsten, vielleicht wie dieser dynamische Modus funktioniert. Da braucht man tatsächlich, damit das schön funktioniert, einen größeren Baum. Aber da kann man bei jedem Entscheidungsknoten sagen, wie viele Punkte man dort bekommt, also nicht für ein Endszenario, sondern bei jeder Entscheidung. Und am Ende würde er durchgehen, okay, wie war denn der Pfad, auf dem du gegangen bist, und der addiert dann einfach alle Punkte auf. Deshalb ist das dynamisch, weil man nicht genau sagen kann, was ist denn jetzt die Maximalpunktzahl, die da möglich war, sondern weil einfach diesen Pfad durchgeht. Also so kann man es auch machen. Das ergibt dann Sinn, wenn man vielleicht so zwei Möglichkeiten hat. Und am Ende, man kommt aber dann wieder zurück und sagt, das wäre jetzt der Goldstandard gewesen, der gibt halt 10 Punkte. Und es gibt auch eine Lösung, die wäre okay, die gibt aber 5, aber danach macht man wieder an derselben Stelle weiter. Dann ergibt es Sinn, so an jeder Verzweigung so einen Punkt zu vergeben, wenn man nicht so einen Punkte für das Endszenario nur vergeben möchte. Genau, so, ich könnte euch noch ein paar Kleinigkeiten zeigen, aber ich glaube, für dieses kurze Demo-Video ist das okay. Das heißt, ihr habt jetzt gesehen, wie man so ein Branching-Szenario erstellt. Deshalb kann ich das auch vielleicht mal wegmachen, damit ihr mich nochmal seht. Folge 10 ist damit vorbei. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wenn nicht, guckt mal auf Telegram, guckt mal im Internet auf oercamp.de Webinare.
Da findet ihr noch mehr, da findet ihr Kontaktdaten, da findet ihr noch extra Links, wenn wir gleich welche in der Diskussionsrunde finden. Und ich kann jetzt leider nicht sagen, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder, weil es die 10. ist und damit ist die Runde vorbei. Aber ich hoffe, wir sehen uns irgendwie an einer anderen Stelle nochmal. Macht's gut!